Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Ultimativen Bösen, also bei mir. Und wir Der Halbgott Kratos, einer jener Feiglinge, die das ultimative Böse verbannt hatten, war mit einer Armee der Allianz in die Sumpflande ausgerückt, um dort Krieg gegen die schlangenhaften Nagas zu führen. Das ultimative Böse wollte ihm die ganze Sinnlosigkeit des Krieges beibringen, indem es für sein Ableben sorgte. Zudem könnten sich diese Nagas als wertvolle Verbündete erweisen. Jetzt lernen wir aus, wo diese Schlangenmenschen hier kennen, oder diese Schlangen allgemein, genannt Nagas, diese liebevollen, zärtlichen, unschuldigen Kreaturen. König Robert war besiegt, aber es gab noch weitere Helden, denen das ultimativ rachsüchtige Böse nach dem Leben trachtete. Hier in den Sumpflanden führte der Halbgott Kratos gerade die Truppen der Allianz gegen verwilderte Naga-Clans, die sich nach dem Zerfall der dunklen Armee hierher zurückgezogen hatten. Es wäre zunächst sicher vernünftig, diese Nagas als Verbündete zu gewinnen, ehe das ungeduldige Böse gegen Kratos vorging. Auf jeden Fall. So, schnubbeli schnubbela, was was. Hier ist schon mal Gold. Das ist schon mal sehr wichtig. Zap. Das goldgierige Böse errichtete die erste Schatzkammer im Untergrund und legte damit den Grundstein für Unmengen gehorteter Schätze. Mhm. Also hier, hier. Oh, was ist das denn? So was wie Magie? Okay. Das müsste ja durch den ganzen Raum und durch, das ist ja blöd. Okay. Ja, ich baue auf jeden Fall noch eine Tüftlerhöhle. Ich erweitere das jetzt einfach ein bisschen. Warum geht das nicht? Besser. Dann gehe ich einfach ein wenig weiter hier raus. Und hier wird dann quasi das nächste Brauerei entstehen. Deswegen schneller bitte, ja? Ich mag nicht immer so warten auf euch. Ich mache erstmal so ein Ork aus Verteidigung. Und hier wird dann quasi der zweite Schatz. Ja, genau. So eine zweite Schatzkämmerchen, wo sie dran arbeiten werden. Wo sie mich lieben, vergöttern und Angst vor mir haben. Nebenbei. Und das können nur Nagels machen, also das ist schon sehr gut. Das machen wir jetzt wie vorgeschrieben erstmal drei. Bei Nagels brauchen auch, glaube ich, ein oder zwei Plätze, ich weiß jetzt gerade nicht. Vorher noch die Tüftelhöhle und dies hier ist das. Hallo hier. Ei. Na, nicht schwitzen. Arbeiten. Finde jetzt ja. Die erste Brauerei war im Untergrund errichtet worden. Später würden sich hier Orks und Goblins maßlos betrinken und lallend durch den Dungeon ziehen. Ja, das ist auch Absicht von mir.
kann ich, dann kannst du hier noch was machen. Oder werden von zwei Seiten angegriffen, das ist natürlich auch möglich. Das ist mir das erste Mal egal. So. Das erkundungsfreudige Böse schickte seine Truppen erstmals an die Oberfläche. Vor ihnen taten sich die Sumpflande auf. Nun galt es, die Nagas zu finden und zu rekrutieren oder sich alternativ von der eingenisteten Armee der Allianz massakrieren zu lassen. Es war eine schwierige Entscheidung. Die Allianz hatte die Anwesenheit des ultimativen Bösen entdeckt. Dies hatte nichts mit dem Tipp eines gewissen Erzählers zu tun, der die Spannung erhöhen wollte. Nein, es war reiner Zufall. Die Gutmenschen reagierten, wie nicht anders zu erwarten, mit einem Direktangriff auf den Dungeon. Direktangriff? Sicher nicht, noch nicht zu kommen. Okay, das war dann nur die hier. Ah, hier geht's, also auch hier geht's weiter. Von einem Hügel aus konnte die Armee des ultimativen Bösen den Tempel überblicken. Doch sah es für wahr nicht gut aus für die Nagas. Kratos selbst, dieser ekelerregend grundgute Held, führte die Allianz in die Schlacht und zwang die Schlangenwesen zum Rückzug. Erst mit seinem Tod würde der Tempel wieder in die Hände des Bösen fallen. Das ließe sich arrangieren. Die Truppen des ultimativen Bösen stießen auf eine Patrouille der Allianz, die einige Nagas gefangen hielt. Natürlich machten sie sich sofort daran, die verhassten Helden zu zermalmen. Natürlich. Ach ja, und nebenbei könnte man dann natürlich auch diese Nagas befreien. Na klar, sind ja gut. Der Thronsaal wird angegriffen! Boah! Moment. Bisschen stressig. Der letzte Kämpfer der Patrouille ging zu Boden. Die Kreaturen der Horde jubelten. Genau. Und befreiten nebenbei die Naga. Diese schloss sich dem ultimativen Bösen mit Freude an. Das nach neuen Einheiten dürstende Böse schickte seine Kreaturen weiter voran in die Richtung, in der das Lager der Nagas liegen musste. Die Nagas kämpften weiterhin gegen die Allianz, um ihren unheiligen Tempel zu befreien. Würde das ultimative Böse ihnen dabei helfen, diesen zu erobern, war ihm ihre Unterstützung sicher. Da sich das Formidable mit der geplanten Rache an Kratos kombinieren ließ, stand dem nichts im Wege. Ah, okay. Sind jetzt mal wieder da, ja. Da kommen sie gerade hin. So, jetzt lassen wir sie erstmal ein bisschen Zeit zum Chillen. Müssen ein paar Spinnen töten. Die stört mich jetzt ein wenig dezent da hinten. Ich hab kein Geld mehr. Was ist da los? Gar nicht, dass ich kein Geld habe. Kann man ja bei einer Schatzkammer leisten. Bist du übrigens daher. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach, gar nichts. Ich muss jetzt erst mal ein bisschen...
nebenbei so ein kleines Eckchen. Da, also 600 Munition. Der Thronsaal wird angegriffen. Nein, nein, alles gut. Alles gut, alles gut. So. Jetzt ist wieder alles gut. Eine Tüftlerhöhle war erbaut worden. Schon bald würden Fallen und Türen im Dungeon eventuellen Helden das Leben schwer machen. Auf jeden Fall. Die kommen ja einfach hier runter. Das ist ja... Das geht ja mal gar nicht. Ich weiß schon, wie ich es baue. Das ist schon, das ist... Die unermüdlichen Goblins des erfreuten Bösen hatten Pläne für einen neuen Raum geschmiedet, die Wachstube. Dort konnten Kreaturen patrouillieren und Ausschau nach Helden halten. Sofort machte sich das ultimative Böse daran, diesen Raum erforschen zu lassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich mal dafür Geld habe. So, jetzt wollte mir noch Geld für den Typ. Ah, die Patrouillen hier nur hier oben. Ja, ich gehe dann trotzdem hier hoch. Hier sind das Gutmenschzelt wahrscheinlich. Das ist ja so eklig. Oh. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Das ist doch gut. Das gefällt mir doch so, wie es ist. Ne, lass das mal. Ich nehme hier einen größeren Raum, das passt schon so. Jetzt gehe ich einfach hier vor. Es ist Zahltag. Soll ich einfach mal hier vorgehen? Ah, hier ist wieder eine... Oh, jetzt habe ich eine Goldader. Na, ist egal. Ich kann es dann später anders da wieder legen. Das ist ja wurscht in aus. So, jetzt müsste ich eigentlich Geld übrig haben. Mindestens zwei. So, dann nehme ich dich mit, dich mit, dich mit. Hier hochgehen jetzt. Dabei können auch wegen mal Leute basteln und tüfteln machen. Ah, Wachstube, ja. Okay. Kommen ein paar Helden auf einen zu, aber es ist nicht so schlimm. Ganz hier unten hier. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Aber wenn ich den Riegel vorschieben noch. Ja, die brauchen kein Mana.
her. Der Thronsaal wird angegriffen. Vom Bauern. Die herannahende Horde schreckte einige Tiere auf. Abendessen. Das ist schlecht. Okay. Das ist wirklich schlecht. Vor allem, ich brauche dann wieder 3. Aber es macht nichts. Einer kann produzieren und einer macht quasi das, wofür er da ist. Meine Weile gegraben. Ah, sehr unwahrscheinlich. Ah, okay. Die Wachstube war erforscht und stand bereit für den Bau. Kreaturen, die dort von der Terrorhand abgeworfen würden, würden wache und besonders achtsam nach Eindringlingen Ausschau halten. Zudem könnten sie andere Kreaturen in der Nähe der Wachstube alarmieren und als Verstärkung herbeirufen. Toll, ich finde Goldadern hier. Das ist wie ein Fluch. Quasi wieder 3 und einen lasse ich wieder so übrig. Ja, buddel dich mal durch. Machst du schon toll. So, müsste wieder cooldown sein. So. Lass ich da, habe ich gesagt. Gehe ich mal nach unten, schieb mal wegen den Leuten hier unten den Riegel vor die Tür. Dass die nicht mehr herkommen. Hoffe ich zumindest. Weil hier ist dann eher. Also halt, ne? Ja, nicht mehr so verstärkt komme, dass die Hälfte der Karte dann einfach mir gehört. Ich bin die wegen. Kreaturen des suizidgefährdeten Bösen machten sich auf den Weg in einen heimtückischen Hinterhalt. Letztlich, ich korrigiere, ich dachte, dass die Horde einen anderen Weg einschlagen würde, weil hier ein Hinterhalt wartete. Offensichtlich scheint das aber hier jemandem völlig egal zu sein. Das ist mir wurscht, ja, das glaubst. Sei froh, dass ich keine missionsbedingten Kreaturen mehr irgendwo hinschicke. Okay, wieder 3 produzieren. Und hinschicken. Ah, da kommt sowieso auf mich zu. Ah, sehr praktisch. So. Habe ich denn jetzt schon was in. Ja, habe ich. Wunderbar. Nicht genug Gold. Aber ich habe eh was Neues zu probieren. Zum Ausknobeln.
Ah, Spinne. Pass auf. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Eklig. Das ist sehr gut. Kannst du hier lang, kannst du hier lang und dann hier hoch. Und dann hier hoch und dann müssen sie halt hier durch. Aber die ignorieren ja hier eigentlich alles. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, einer. Wahrscheinlich. Genau, der Angeschlagene. So. Ja, komm, ja. Was schneller tut, wie er schauen kann, wahrscheinlich. Der Thronsaal wird angegriffen. Ich muss es mal ein bisschen erweitern. Wo wurde er angegriffen? Ich habe es nicht ganz gut mitgekriegt. Die ist automatisch auf Heilung getrimmt. Die will ich eigentlich mal. Aber wo ist denn? Zwei. Das ist der dritte hier. Da hinten. Mal kurz das hier wegmachen lassen. So, dann kann ich nämlich hier weiter, hier hoch. Ja, muss ich halt irgendwas zumachen auf gut Deutsch. Theoretisch geht's. Theoretisch. Theorie geht's. Theorie geht alles. Und das ist ein längeren Weg. Und ich habe ein wenig mehr Zeit zu reagieren. Punkt um. So. Jetzt wollen wir ein bisschen erforschen, wo sie einfach ein bisschen dran knobeln. So, eins. Wo sind sie denn jetzt noch? Sind sie denn alle hingelaufen? Ach da. Drei, vier. Der eine Bär müsste fast tot sein, schätze ich mal. Also das hier der Hinterhalt ist quasi. Kann man hier. Ja, kann man über ihn hier drüber. Toll. Ich will erst den Umbringer. Sind sowieso tot.
so ungefähr. Ich gehe noch Gold, warum nicht? Ich verstehe nichts weiter. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ah, perfekt, ich kann hier zumachen. Und sie hier drüber laufen lassen, das ist gut. Weil sonst geht es immer wieder hier rein. Und hier kann ich dann eine Falle aktivieren, quasi. Also kann ich wegen breiter fächern. Hoffentlich noch. Sie ist die Falle aktivieren. Blöd. Jetzt halt aus der. Umnachtete Böse hatte ohne Not die ihn begleitenden Nagas sterben lassen. In einer früheren Version dieser Erzählung wäre es an dieser Stelle sogar eine Niederlage gewesen. Aber letztlich entschied man sich, dass man den Spieler mit dieser Schande weiterspielen lassen müsste. Ach ja, und man belebte die Naga kurzerhand wieder. Okay. Auch interessant zu wissen. Bären müssten jetzt total ein bisschen geschwächt sein sogar. Ich hoffe es. So, man kann ja jetzt hier zu machen. Komplett. So. Und ja, hier habe ich mich drum gekümmert. Erweitern. So steht mir nichts mehr im Wege. Ja, das reicht ja auch. Kann sie hier lang. So. Muss ich das hier wegmachen? So ungefähr. Vielleicht habe ich da eine Chance. Genau, dann können sie nämlich hier lang. Hier kann ich lauter Fallen quasi aktivieren. Dann bin ich eigentlich relativ safe sogar. Boah, relativ habe ich gesagt. Und ich habe schon wieder nicht genug Gold. Was machen die Gribbel? Außer nichts arbeiten. Fünfte Haupt hier rum. Das sind ja nur vier. So, ja klar, ich habe ja für den fünften brauche ich ja immer Ersatz. Quasi. Lebenspunkte 25%. Genau. Jetzt habe ich dann erst ein bisschen Ruhe. So müssen sie erstmal hier vorbei quasi und hier lang. Jetzt habe ich dann auch etwas mehr Ruhe für mich. Wieder kein Gold. Unglaublich. Was arbeitet der auch da drüben, der Horst? Glaube ich ja nicht. So, bitte. Und ihr merkt schon, die Folge wird länger. Oder besser gesagt, das Kapitel, weil ich mehr Geld, mehr das, mehr jenes, mehr das.
einfach nur brauche. Was braucht hat Zeit. Logisch. Soll ich drei wieder? Soll erstmal reichen. Ich sterbe sowieso wieder. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, nicht mal lang. Oh, ich speichere sogar. Schade, dass ich noch keine Schmiede habe. Gibt es mich hier drin auch? Waffen zu verbessern einfach. Wir schauen, wie viel die Bären jetzt noch haben und leben. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so tipptopp. Da kann ich ja schon mal einen herstellen. Ah, der ist aber tot. Der andere ist Asche angeschlagen, sehr schön. Wunderprächtig. So läuft es. Die halten nämlich irre viel aus. So, nicht mehr normal. Jetzt kann ich sie quasi auch zurückschicken lassen. Ins Lazarett verfrachten. Die Horde hatte die Bären mühelos besiegt und mühelos. Ihre Vorräte an Bärenfleisch aufgestockt. Allerdings war Bärenfleisch keine Ressource im Spiel, sodass dies völlig irrelevant war. Ha, cool. So, hier ist Heilung. Wunderprächtig, ich bin wieder voll geheilt. Auf zum nächsten. Es schien, als hätten sich weitere Einheiten getarnt und unsichtbar gemacht. Um solche aufzudecken, würde es der Unterstützung einer Naga bedürfen. Aha, einer Naga. Viel Leben. Da muss ich dich dann beim nächsten Mal mitnehmen, wahrscheinlich. Hilft denn alles nichts. Die haben wir frei jetzt, hä? Bisschen kann ich ja. Genau. Komm, müssen die erst hier durch, quasi hier lang. Dann werde ich hier irgendwo noch eine Schatztruhe oder so, hier danach gleich irgendwo noch eine hinbauen. Hier am besten so rein. Hier werde ich die Schatztruhe hingesetzt. Schaut.
Hier so wegen hier fertig. Dann hier noch mal eine. Hier noch mal so ein gewölbtes Teil. Das geht natürlich auch. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das macht nichts. Das macht absolut nichts. Nein, ich habe wieder kein Gold. Ist ja unglaublich. Also mal schauen, ob ich den hier zumachen kann. Wollt gleich sehen, ja, hier kann ich noch zumachen. Das sind einfach hier so dran vorbeirennen. Hier natürlich nicht mehr. Hier dann auch nicht mehr. Dass er wirklich spannend bleibt. Ja, genau. Ich sehe halt wegen so einen kleinen, wirklich hier dran vorbei müssen. Huch. Zahltag. Ich muss mir mal kurz ein bisschen was ausleihen. Auf. Achso. Na gut, okay. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Arbeitsgeschwindigkeit. Wo sind sie? Sie kommen schnell rein. Dann halt nicht. So, bitteschön. Wunderbar. Müssen sie nämlich hier dran schon mal auf jeden Fall vorbei. So. Jetzt ringen wir wieder Geld geklopft. Nein, das nicht. So kann ich noch nicht raus, das ist alles. Obwohl, da haben sie ja, was dann auch so tun eigentlich, groß oder weniger. Ne, ich glaube nicht mehr, oder? Ich kann noch schnelle Heilung machen. Hier könnte ich noch die Wachstube zum Schluss hinbasteln. Den ist sowieso langweilig. Dann könnte ich die mit hochschicken, theoretisch zwei auf jeden Fall. Dann zurück. Ist hier ein Nager, Leute. Nicht gerade sehr ausgewogen, aber. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich dann bis dahin ein Gold gesammelt. Kann wieder irgendwas bauen.
ja schrecklich, also das nichts bauen zu können. Haben wir einen schönen Bären getötet hier. Uah. So, noch Tee. Erstmal zurück. Sammeln wir uns. Sind die Orks schon ein wenig besser. Ticken. Einer ist gestorben von denen. Das macht aber eigentlich gar nichts. Wunderbar, wunderbar. Wunderschön. Kann ich das hier bauen? Ja, gar nicht. Wahrscheinlich hier auch, ja. Wir müssen es hier auf jeden Fall drauf, weil das ist richtig köstlich. So, jetzt habe ich 4 davon. Nimm mal lang. Und 2 sind ja oben gestorben, oder? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Nein, du. Ja, check das so, was ich will. Da ist dann das Dorf und ich würde dann wahrscheinlich das Wissen endlich der Nagels erhalten und dann endlich meine Magie. Wunderbar. Du musst die hier erst töten. Dann kannst du dein Schild niederbrechen. Ja, so viel weiß ich schon. Ja. So. Die haben natürlich da wenig länger im Weg. Aber die werden zu versöhnen. Hier. Setz dich einfach hier gleich in der Schatzkammer aus. Fertig. Schneller arbeiten. Bald nochmal. So, jetzt ist die Schatzkammer nämlich schon geerntet. Mal auf die jetzt. Bist du bereit? Eins, zwei, drei, vier, die Nager. Auf ihn. Dann war auf jeden Fall wegen alles dabei. Und Angriff, dass wir die Folge beenden können, liebe Leute. Denke ich mal, also einen Gott müssen wir heute noch töten, aber das wird wahrscheinlich dann relativ einfach. Wir werden dann im Dorf der Nagels immer wieder mal Nager produzieren können und somit auch Einheiten. Okay, jetzt eigentlich kann ich nicht meinen Kronzeit nicht hochstufen, das ist blöd. Mal kann man Drohnen noch hochstufen.
Leider geht das in dieser Version nicht. So, ich habe ja gesagt, ich möchte noch das Wachding hier bauen. Das wird dann hier so die Schneise. Wenn es noch funktioniert, was ich vorhab. So, mir wird es hier angezeigt. Endlich erreichte die Horde das Lager der Nagas. Diese konnten dem ultimativen Bösen nur wenig Hilfe anbieten. Allerdings erzählten sie von einem Artefakt, das in den Tiefen des Berges versteckt lag. Damit würde es ein leichtes sein, die Allianz zu besiegen. Durch ihre uralte Magie öffneten die Nagas ein Portal zum Artefakt. Das heimtückische Böse überlegte kurz, ob es diese Gefahr auf sich nehmen sollte. Aber letztlich ging es nur um das Leben seiner Kreaturen. Und das war ihm natürlich völlig egal. So schaut's aus. Die Horde hatte das Naga-Portal durchschritten und fand sich in einem alten Altarraum wieder. In dessen Mitte lag ein uralt erscheinender Gegenstand. Dies musste das Artefakt sein. Einige Kreaturen wachten offenbar darüber. Mir völlig egal. Was ist da hinten draußen schon? Man kann es natürlich brechen, ne? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ist natürlich noch schlechter. Ich habe nicht viel, wo ich jetzt leiden könnte. Weiterhin planschten einige Wächter vergnügt um das Artefakt herum. Diese mussten aus dem Weg geräumt werden. Des Artefakts beseitigt waren, fing das Artefakt zu glühen an. Es schien fast so, als ob es darauf wartete, aufgenommen zu werden. Es sah fast so aus, als würde das Artefakt perfekt in den mysteriösen Altarsockel passen, der sich im Dungeon des ultimativen Bösen befand. Vielleicht war es eine gute Idee, es mal dort hineinzusetzen. Das Artefakt war derzeit noch ohne Magie, leblos. Die Kreaturen des expandierenden Bösen mussten zunächst einige Mana-Kristalle freilegen. Dieses Mana würde nötig sein, um das Artefakt aufzuladen. Dann brauche ich, ja. Ein paar Schlüssel gegeben. Und jetzt bräuchte ich hier noch ein wenig Platz für mein fürs Lazarett einfach wenn. Dass ich hier wegen des Lazarett noch mit hinbastel. Die Mana-Kristalle lagen nun endlich frei. Magie knisterte in der Luft. Oh nein, das ist ja nur das Popcorn, das ich mir gerade mache. Doch ein Mana-Kristall an sich war ohne Wert für das ultimative Böse. Es bedurfte einer Kristallkammer, um dieses wertvolle Gut auch nutzbar zu machen. Schnell wurde ein Raum unter dem Kristall errichtet. Die Kristallkammer erstrahlte im Glanze eines neu erbauten Raumes, in dem es noch nach frischer Farbe aus dem Baum kam. Um diese effektiv auszunutzen, konnte das Erfolge freischaltende Böse nun auch Nagas anwerben. Zudem wurden in passender Weise genau jetzt vom Clan einige der Schlangenwesen zur Verfügung gestellt. Ach so. Dann tut's mir leid, euch drastisch geopfert zu haben. Kurze Zeit reicht ja eigentlich auch einer, ne? Muss ich ehrlich was sagen, so ein Block.
Offenbar war den Magiern der Allianz nicht entgangen, dass sich im Untergrund etwas Beunruhigendes abspielte. Und so beschlossen sie, machtvolle Angriffe gegen den Dungeon zu führen. Doch das ultimative Böse war gewarnt, also durch mich jetzt geraten, und baute eine formidable Verteidigung, die jedem Tower-Defense-Spieler die Tränen in die Augen getrieben hätte. Meinst du? Natürlich auch so. Während das ultimative Böse seinen Dungeon verteidigte, erreichte es ein Hilferuf einiger eingesperrter Nagas in einem weit entlegenen Gebiet. Vielleicht konnte es sie mittels eines Zaubers retten, den es in der Kristallkammer freizuschalten galt. Panischer Rückzug vielleicht. Langsam aber sicher füllte sich das Artefakt mit Magie. So, natürlich füllte sich das Artefakt mit Magie. Nachdem die Welle-für-Welle-Taktik der Allianz bisher keine Erfolge gebracht hatte, hatte ein strategisches Genie sich entschlossen, einen zweiten Eingang nach unten zu öffnen, um dort Einheiten, nun ja, Welle-für-Welle, in den Dungeon zu schicken. Das ist nicht fair. Vor allem hier habe ich nicht so viel. Immer weiter wurde das Artefakt mit Magie geladen. Bald würde es soweit sein. Er kommt. Sind in den Dungeon eingedrungen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jetzt übertreiben sie es auch ein bisschen, ne? Langsam aber sicher füllte sich das Artefakt mit Magie. Scheiße, das Lastenrad hat ihn nicht gebaut. Aha. Es ist Zahltag. Wir haben nicht so viel Geld. Das
Artefakt warst nahezu vor Energie. Es war nun bereit, dem ultimativen Bösen bei der Eroberung des Tempels zur Seite zu stehen und produzierte eigenständig Mana. Uff. Zudem erlaubte es dem ultimativen Bösen einen Zugriff auf einige weitere Zauber. Nun war es an der Zeit, den Tempel zu erobern und Kratos zu vernichten. Das ultimative Böse zog seine Truppen zusammen, um sie in einer gemeinsamen verheerenden Welle angreifen zu lassen. Jetzt warte mal. Tja. Die Toten erstmal aufsammeln. Braucht Platz. So. Alles Rückzug. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ultimative Böse hatte einen Zauber erlernt. Damit würde es die Nagas retten können. Sofort machte es sich daran, dies in die Tat umzusetzen. Durch das Wirken des Zaubers waren die Nagas sicher in den Dungeon des ultimativen Bösen gelangt. Ausgezeichnete Arbeit. Weiß ich, danke. So, jetzt arbeitet mal ein bisschen schneller. Es produziert ja eigentlich schon nicht Mana, genau. Gott sei es gedankt. Brauchst du es jetzt gar nicht. So, ich witzlos. So groß. So, jetzt übertreiben sie es ein bisschen, oder? Ja, dann noch zwei Orks. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wunderprächtig. So, jetzt habe ich 1000. Es war jetzt an der Zeit, gegen Kratos zu kämpfen. Jetzt. Nach einer langen Pause stellte das unsagbare Böse seine Armee auf und zog gegen ihn in die Schlacht. Jaha, stress mich nicht. Ehrlich. Da ist mein Lazarett gebaut, dass ich wenigstens dann meine gefallenen Einheiten wieder zurück teleportieren könnte. Idiot. Das
Also mit einem neuen Mann brauchst du jetzt keine Einheit aufschlagen, ey. Chill mal. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zahltag. Was ist hier? Verteile ich jetzt ein bisschen meinen Dungeon hier? Hallig. Glaubst du es? So, jetzt habe ich jetzt ein Bettchen mal aufgebaut. Für Tote. So. Jetzt wird es doch besser sein, oder? Liebes unsagbares Böse, ja? Lernen. So. Gehen wir jetzt mal zu den Nagas erstmal. Das wird daher. Und hoffen einfach auf Gutes. Das ist dann das Zeltlager, oder was? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, und ich habe fast nichts mehr zu verteidigen. Das ist auch nett. Bis auf zwei. Einer pennt, einer macht gar nichts. Fühl mich gleich besser. Euer Thronsaal wird angegriffen. So, hier komme ich nicht weiter. Komme ich denn hierher? Gar nicht. Okay. Ah. Zusammen mit seinen Naga-Verbündeten stürmte die Armee des ultimativen Bösen den Naga-Tempel. Der Kampf begann. Sind in den Dungeon eingedrungen. Na, na, na. Na, jetzt habe ich ihn gleich, komm. Ah. Sind in den Dungeon eingedrungen. Das ist gleich egal. Kultos war gleich besiegt. Nur noch wenige Schläge und er würde der... Moment, was soll das? Komm zurück, du Feigling! Bleib hier und kämpf, du Feigling. Ich meine, der Niederlage ins Auge blickend entschied sich Kultos für einen strategischen Rückzug und überließ dem ultimativen Bösen den Tempel. Sammelte Bösartigkeit ließ den nahen Staudamm bersten und das Lager der Allianz verschwand mit einem zufriedenstellenden Gluckern
unter den anrollenden Wassermassen. Das ist gut. Glück. Das ultimative Böse war trotz des feuchten Endes der Allianz wütend, da man Warum? Es gerade seiner köstlichen Rache beraubt hatte. Ja. Wenn ich etwas vorgreifen darf, diese sollte noch kommen. Ich habe schon mal vorgeblättert und mir das durchgelesen. Ah, okay, du alter Schummler. So, liebe Leute, damit haben wir gewonnen. Etwas längere Folge, aber so ist dann auf einer kleinen Karte das Spiel. Wohlgemerkt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Das heißt, ich bin das ultimative Böse.